Dagora, du hast verloren. Du hast die Ehre, hier alles, hier als erstes wegzukommen. Hä? Heißt denn, wenn der den Kürzeren zieht, der muss hoch. Ach, egal, Moon. Du kannst hier bleiben, wenn du willst. Sakura kletterte mit Leichtigkeit an den Wurzeln hoch und in nur ein paar Sekunden erreichte sie die Decke. Sie benutzte ihr Schwert, um die Zweige und Äste zu schneiden, die den Weg nach draußen versperrten. Leute, es mag schwierig sein, aber das ist der einzige Ausweg. Ausgang. Oder Ausweg könnte man eigentlich auch sagen. Folgt mir. Wir kommen. Ich bleib hier, um sicher zu gehen, dass alle rauskommen. Bist du sicher, Hiro? Geh nur, Moon. Ich kletterte gleich nach Sakura. Sie bot mir die Hand an, die ich auch annahm. Sie zog mich überraschend einfach hoch und ich kam raus. Erreichen die Oberfläche und fanden uns am Eingang des Schlosses wieder. Die große Eisentür der Burg des Schattenritters war geschlossen. Die Türme, die sich umgaben, reichten bis zum Himmel. Und schwarze Schatten flogen um sie herum und warteten auf ihr nächstes Opfer. Hilfe. Warnung. Du bist an einem Ort mit hohem Risiko. Jeder Schritt, den du machst, kann dein letzter sein. Viel Glück, Spieler. Sehr ermutigend. Was hast du erwartet, Moon? Willkommensballons? Ich kann nicht glauben, wir haben es geschafft. Falls jemand von euch aufgeben möchte, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es gibt kein Zurück nach all dem, was wir durchgemacht haben. Jemand anderes? Ich werde langsam ungeduldig. Ich möchte in die Burg. Wir stecken alle gemeinsam drin. Ich gehe, wohin ihr auch geht. Wir hatten keine Ahnung, was uns drinnen erwartete oder ob wir das Spielen beenden würden. Aber diese Unsicherheit hat uns nicht entmutigt, sondern uns noch mehr vereint. Wir standen im Kreis und legten unsere Hände übereinander und jubelten alle für einen und einer für alle. Die vier Musketiere sind vereint. Es ist Zeit. Daishin nahm alle drei Artefakte heraus und kam zur großen Eisentür.